One World Trade Center heißt, soll dieser Komplex heißen. Der eine Turm steht schon, der andere ist noch im Aufbau. Höher als das World Trade Center früher war, das soll der größte Wolkenkratzer in New York sein. Du bist an der Fifth Avenue. Bis zu One World Trade Center sind es eigentlich mehrere Kilometer. Und trotzdem scheint das Teil irgendwie in der direkten Nachbarschaft zu stehen. Seltsam, oder? Ja, im ersten Moment stehe ich da am Fenster, schaue raus. Eine Weile, hoffe, dass die anderen nicht merken, dass ich nichts tue. Und denke bei diesem Gebäude an den symbolischen Wert, den dieses Gebäude hat. Das World Trade Center und dieser Terroranschlag von damals, wie sich die Gesellschaft verändert hat, auch für sogar Leute wie ich haben das gespürt. Und irgendwann denke ich, das ist ja gar kein Plakat oder Werbebanner von dem World Trade Center. Bin ich jetzt bekloppt eigentlich? Das steht doch da gar nicht. Soll ich jetzt schon wieder jemanden fragen? Hey, seht ihr das auch? Nee, mach ich nicht. Ich schließe meine Augen, reibt mir die Augen einmal. Ist es immer noch da? Muss irgendwie ein ganz komischer Eindruck gewesen sein. Vielleicht, weil du noch nie so hoch, also nicht noch nie hier oben im Gebäude und auf dieser Seite warst. Ne? Also euer Praktikantenraum, der zeigt eigentlich Richtung Norden, Richtung Bronx und so. Vielleicht ist einfach diesen Südblick nicht gewohnt. Irgendwie ein bisschen komisch. Die anderen scheinen gar keine Notiz davon zu nehmen. Du legst es irgendwie so ein bisschen zu den Akten. Ja, zu all den anderen Dingen. Dann nehme ich mir einen Stuhl und stelle den zu den anderen Stühlen. Und immer so weiter. John, du hast die Aufgabe, mit Mike Pence die Vorbereitung der Pressekonferenz durchzuführen, ihm beim Ankleiden zu helfen, all die Sachen ein bisschen rudimentäre Schminke auftragen. Bei Pence ist das nicht so schwierig wie bei Trump. Dafür ist dann Kate zuständig. Pence ist so wie immer, so wie du ihn schon die ganze Zeit kennengelernt hast. Er ist irgendwie ein bisschen sehr, sehr, sehr reserviert. Schon auch so die freundliche Midwest-Art, wie Leute aus Indiana das halt so haben, aber trotzdem irgendwie auch sehr reserviert. Er hätte übrigens nie im Leben sich von Kate ankleiden lassen, weil er ja nicht mit einer unverheirateten Frau in einem Raum sein kann, wenn seine Frau nicht anwesend ist. Deshalb hilfst du ihm jetzt dabei, legst ihm die ausgesuchten Manschettenknöpfe an, die Krawatte, die du rausgelegt hast, die Krawattennadel in Kreuzob, ja? Und Governor Pence, das sieht, glaube ich, das sieht schon gut aus, oder? Ich glaube, damit werden Sie gut durch die Debatte gehen und vor allem werden Sie gut in Richtung des Sieges gehen. Ich glaube. Ach, das war eine ausgezeichnete Wahl, Mr. Newport. John, ich darf doch. Ja, sehr gut, das Kreuz, das gefällt mir gut. Das passt zu meiner Marke. Das ist meine Botschaft. Familie, Glaube, Nation, das sind die drei wichtigen Dinge. Genau, das habe ich mir auch gedacht und es passt. Ja, das freut mich. Gibt es denn irgendwelche Neuigkeiten von unten aus der Praktikantenstube, seit ich gestern da war? Ich glaube, meine Rede ist sehr gut angekommen, ja? Natürlich, Governor Pence, nur das Beste. Also ich fand sie wirklich, wirklich inspirierend. Hat mich wirklich gefreut, dass sie hier waren und sie.
Ja, das ist natürlich wichtig. Wir dürfen unsere Praktikantinnen und Praktikanten, unsere Unterstützer, die an der untersten Ebene, an der Front für uns kämpfen, die dürfen wir natürlich nicht außen vor lassen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir schätzen ihre Arbeit wirklich sehr. Ja, und man hat einfach gemerkt, wie sie selbst anpacken und alles machen. Und das habe ich auch Ihnen gesagt. Ich hoffe, er hat das auch gut noch belichtet. Er hat ja das Foto gemacht und das nochmal reingestellt. Das wird auch ihren Wahlkampf wirklich noch ein bisschen Antrieb geben. Sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Können Sie mir nochmal den Kaffeebecher da drüben reichen? Natürlich. Hier. Ich hatte gestern das Gefühl, Ihnen ist meine Rede besonders gut. Bei Ihnen ist sie besonders gut angekommen. Das freut mich natürlich sehr. Natürlich. Inspiration und sie hat mir sehr viel auch Motivation gegeben. Wie Kraft. Ich habe gemerkt, wofür ich hier kämpfe und dass es richtig ist. Er öffnet den Deckel von seinem Kaffee ein bisschen, nippt so ein bisschen dran, wobei du dir nicht sicher bist, ob er auch wirklich was davon getrunken hat. Nun, ich glaube, mit der Pressekonferenz sind wir auch auf der sicheren Seite. Das ist alles sehr gut vorbereitet von Ihnen allen. Das freut mich, das ist sehr gut. Ich denke nicht, dass wir in irgendwelche Überraschungen hineinlaufen werden. Nun, ich habe gehört, es gab ein paar Probleme mit Miss Bishop? Danielle Bishop. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, sie hat fast verschwunden gesagt. Ich glaube, sie hat Stress hier nicht bekommen. Ja, ich denke auch, verschwunden. Ja, das wäre bestimmt ein bisschen übertrieben. Ich denke, sie konnte einfach mit dem Stress nicht umgehen. Ich glaube, Kellyanne hat so etwas erwähnt von einem Rücktritt oder so etwas. Ja. John, hören Sie mal. Sie sind doch selbst bei den Republikanern engagiert, nicht wahr? Natürlich. Schon von klein an. Sehr gut. Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich große Stücke auf Sie halte. Sie machen wirklich einen sehr guten Job da unten. Es ist auch wichtig, dass Sie die anderen Praktikanten immer motivieren. Das gefällt mir sehr gut. Mr. Trump hat das auch schon bemerkt. Oh, selbst Mr. Trump. Ich fühle mich wirklich geehrt. Vielen Dank. Lassen Sie mich zum Punkt kommen. John, Mr. Newhouse, Mr. Trump und ich sind uns einig, dass wir die besonderen Anstrengungen, die die Praktikantinnen und Praktikanten unserer Wahlkampagne auf sich genommen haben, besonders belohnen sollten, wenn Sie verstehen, was ich meine, wenn wir diese Wahl erst einmal gewonnen haben. Meine Augen funkeln ganz hell. Und weil Sie so einen guten Überblick über die Kampagne haben und weil wir Ihre Meinung wirklich sehr schätzen, haben Mr. Trump und ich uns gefragt, ob Sie nicht vielleicht eine Belobigung aussprechen möchten, wenn ich Sie jetzt so direkt frage. Glauben Sie, dass einer oder eine von den Praktikanten eine solche besondere Hervorhebung seiner oder ihrer Leistung verdient hätte? Das ist natürlich eine große Frage. Ich kann nur versichern, dass wir alle unsere Arbeit machen. Und oh, bitte, Sie müssen nicht schüchtern sein. Sagen Sie mal einfach, wer beeindruckt Sie ganz besonders, Mr. Newhouse? Er beginnt nervös an dem Kaffeebecher herumzunesteln, während er auf deine Frage antwortet. Und je länger die Pause bis zu deiner Antwort ist, desto mehr scheinen die Wände des Raumes dir näher zu kommen. Wenn Sie so fragen, dann werde ich natürlich, natürlich abgesehen von meiner Wenigkeit, ich hänge mich sehr, sehr, sehr da rein, arbeite doppelt so hart und sonst für den anderen will ich natürlich den... Mr. Newhouse, Demut ist eine wichtige christliche Tugend.
der Lohn der Rechtschaffenen. Lassen Sie uns nicht über sich schreiben. Ihre besonderen Errungenschaften für unsere Kampagne stehen für sich. Denn muss ich, wenn ich so überlege, man merkt, dass es mir schwerfällt, dann muss ich Ian hervorheben. Ian, Mr. Alexander. Ja, er macht dann doch noch am meisten und ist am engagiertesten. Er lehnt sich in seinem Stuhl ein bisschen zurück. Du bist jetzt fertig mit seinem Make-up, das du mit zitternden Händen aufgetragen hast. Und seine Finger trommeln so ein bisschen auf dem Deckel von seinem Kaffeebecher. Wir werden das berücksichtigen, Mr. Newhouse. Vielen Dank. Vielen Dank. Bitte. Die Pressekonferenz geht, sie geht so gut oder schlecht, wie man sich das vorstellen kann in so einer Kampagne. Es gab bestimmte Reporterinnen und Reporter, die vorher schon ausgeschlossen wurden. Es war klar, wer Fragen stellen darf und wer nicht. Ein bisschen außer Kontrolle geraten ist die Situation, als ein Reporter von einer Zeitschrift, von der man das gar nicht unbedingt erwartet hätte, so richtig eine Zeitschrift aus New England, The New England Gazetteer heißt die Zeitschrift, Trump und Pence ein bisschen in Bedrängnis gebracht hat mit einer Frage nach russischer Wahlkampfunterstützung. In sein interne Dokumente zugespielt worden von innerhalb der Kampagne, dass es gewisse Vorteilnahmen durch russische Geheimdienstagenten gegeben hätte, besonders im Bereich Social Media. Auf diese Frage waren die beiden offensichtlich nicht vorbereitet und sind da ziemlich ins Schwimmen geraten, besonders Trump, der ohnehin sehr aufgeregt gewirkt hat. Und ihr seid natürlich alle im Raum, als diese Frage gestellt wird. Sitzt quasi so in zweiter Reihe zusammen mit Kellyanne und anderen Offiziellen von der Kampagne quasi hinter den beiden, die interviewt werden, und ja, so ein bisschen an der Seite, an den Seitenplätzen. Ray natürlich ganz vorne, sodass man ihn am ehesten noch auf einem Foto erkennt. Mhm. Und als die Frage gestellt wird, könnt ihr von hinten sehen, wie Trump auf einmal der Schweiß im Nacken ausbricht. Und Kellyannes Augen werden ganz geweitet und ihr Blick dreht sich ganz langsam zu Ian. Und ohne ein Wort zu sagen, scheint sie dir die Frage zu stellen: What the fuck? Ich heb nur entschuldigend die Hände, zuck mit den Schultern. Keine Ahnung. Also ohne irgendwie Worte zu formen, aber einfach nur den Mund dann. Und sie hackt da ein paar Nachrichten in ihr Smartphone ein und direkt danach vibriert dein Smartphone, Ian. Ja, ich würde das natürlich einmal öffnen, lesen, zur Kenntnis nehmen. Ich kann mir den Inhalt schon fast denken. Ich habe damit nichts zu tun. Wir waren es nicht. Zwei Nachrichten. Die erste ist von Kellyanne und sie lautet: Findet den Maulwurf. Und die zweite Nachricht ist von einer unbekannten Nummer, und da steht: Wir wissen Bescheid. Ja, wie gesagt, was ich Kellyanne sagen würde, ich würde das nochmal bestätigen. Also wir werden uns darum kümmern. Und dann schaue ich mir noch ein bisschen länger die Nachricht an, die ich eben bekommen habe, und würde dann einfach mal Ray das Handy rüberhalten. Ray, hast du da eine Meinung zu? Was denn? Guck mal diese SMS an, die ich bekommen habe. Kein Absender, kein Name. Wir wissen Bescheid. Ich meine, du hast es auch jetzt gerade gehört, was Trump sagte, aber kannst du dir einen Reim drauf bilden? Was sollen wir antworten?
zucke mit den Schultern. Hast du dir was eingefangen, Troll oder was? Das ist ja schon die zweite Nachricht, die ich bekommen habe. Die erste habe ich gelöscht. Wie gelöscht? Naja, also muss ich noch weitergeben. Quatsch. Ich habe das wirklich nur für einen Scherz gehalten, weil es ist halt schon ziemlich inhaltslos. Aber jetzt gemeinsam mit dem Zeitstempel gehe ich schon davon aus, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Vielleicht wollen die Kontakt aufnehmen. Wollen wir uns mal bei denen melden? Soll ich mal schreiben, wann das, und wo? Kannst du das oder? Zurückverfolgen? Antworten? Nee, das ist jetzt nur ein stinknormales Handy. Also so ein IT-Profi bin ich jetzt auch nicht. Da brauchen wir dann Verschlüsselungssoftware vom, weiß ich nicht, vom Secret Service oder sowas. Aber da haben wir ja noch keinen Zugriff drauf. Da wollen wir zurückschreiben. Ja, nochmal. Ja, dann das Schreibprogramm auf. Wo treffen wir uns? Und schick das ab. Du schickst es ab und die Anzeige, die das Versenden anzeigt, scheint zu laden, als würde sie erst kein Netz finden. Es dauert eine Weile, bis sich da was tut. John und Kate, ihr sitzt in der ersten Reihe. Und als die Frage gestellt wird von dem Journalisten nach den Verstrickungen mit dem russischen Geheimdienst, könnt ihr spüren, wie die beiden, die da vorne sitzen, plötzlich innehalten. Ihr könnt sehen, wie Pence Finger sich um die Lehne seines Stuhls krümmen und zugreifen, bis ihm die Knöchel langsam weiß aus dem Fleisch seiner Hand hervortreten. Und fast ist es so, als würde er Krallen ausfahren und kleine Striemen in den Tisch reinkratzen, während Trump einen völlig blanken Gesichtsausdruck aufsetzt, während ihr merkt, dass ihm langsam der Schweiß auf der Stirn und dem Nacken ausbricht. Und Kate, du kannst sehen, wie sich in seiner in der Grundierung von seinem recht starken Make-up plötzlich wie so Risse bilden, wie so spinnennetzförmige Risse, die sich langsam in seinem Gesicht ausbreiten. Ich fang an, schneller zu atmen. Nur eine Halluzination. Nur eine Halluzination. Nur eine Halluzination. Keine Angst, Kate. Die sagen gleich schon was. Die können ja sicher. Die sind wirklich Profis. Sie können vielleicht schon alles wieder in Not bringen. Keine Angst. Ja, alles wird gut. Genau, alles wird gut. Schaffen das. Ian, auf deinem Smartphone zeigt sich plötzlich eine Fehlermeldung. Dieser Account existiert nicht. Zeigt dir dein Smartphone an. Trump stottert Fake News. Das sind alles Fake News. Eine verlogene Kampagne, um uns kurz vor dem Ziel in die Scheiße zu reiten. Er wird ziemlich ausfällig und Pence legt ihm dann irgendwann so ein bisschen beruhigend die Hand auf den Unterarm und beugt sich ein bisschen nach vorne und macht dann sehr deutlich, dass er sich vorstellen kann, dass vielleicht in der Kampagne entweder jemand die Nerven verloren hat oder dass es vielleicht irgendwie einen Maulwurf gibt oder vielleicht auch einfach nur jemanden, der so tut, als wäre ein Teil der Kampagne. Aber solange diese Quelle nicht aufgedeckt wird von der entsprechenden Zeitschrift, kann das natürlich auch nicht überprüft werden. Das ist eine haltlose Behauptung, die jeder Wahrheit entbehrt. Das Pressestatement geht irgendwann zu Ende und Trump und Pence verschwinden recht schnell aus dem Raum, ziehen sich tiefer in Trumps Gemächer zurück. Trump scheint ziemlich außer sich zu sein und ziemlich verunsichert nach dieser Pressekonferenz. Der ganze Unmut darüber, wie das gelaufen ist, spiegelt sich in Kellyanns Blick wieder, als sie die ganze Reihe von euch mustert und euch dann alle mit einer kreisenden Handbewegung zu sich ruft. Also Daniel klingt jetzt nicht wirklich russisch, aber vielleicht war sie's. Zur Not wälzen wir es auf sie ab. Wissen wir immer noch nicht, wo sie ist. Macht euch darüber keine Sorgen, meine Darlings. Daniel hat heute ihren Rücktritt bei mir eingereicht.
Wir werden das natürlich überprüfen, aber ich bin mir sicher, dass die kleine Schnepfe nicht schlau genug dafür ist, hier so eine Aktion abzuziehen. Naja, Schnepfe. Also ich finde sie schon ziemlich, ziemlich clever. Aber wenn sie es nicht war, dann war sie auch keine Schnepfe. Habe ich das laut gesagt? Mhm. Also wir werden uns um den oder diejenigen kümmern und dann Bericht erstatten. Da wurden jetzt keine Beweise vorgelegt. Ich meine, so viele Fake News, wie aktuell grassieren und ihm dann untergeschoben werden und Behauptungen, das ist doch eine weitere nicht sonderlich wild. Also warum ist da jetzt Herr Trump so aufgebracht wegen? Also so viel wie gelogen wurde, war jetzt von der Seite von Frau Clinton, das ist doch jetzt nichts Außergewöhnliches. Ian, du bist mir persönlich verantwortlich dafür, dass wir auf allen Social-Media-Kanälen eine entsprechende Kampagne fahren, in der wir diese haltlosen Anschuldigungen als genau das identifizieren und anprangern werden. Ein politischer Hit-Job, wenn du meinst, dass du dafür einen von deinen Kolleginnen und Kollegen in den Dreck ziehen musst, dann sei es drum. Also ich würde das machen. Aber ich glaube nicht, dass sie... War jetzt nur meine Vermutung, aber gut. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mit dem Finger auf uns selbst zeigen sollten, egal ob sie jetzt noch da ist oder weg. Aber ich glaube, wir sollten tatsächlich mit dem Finger auf die Medien deuten und behaupten, dass das Fake News sind, bis sie das eben beweisen können. Bring das in Anschlag. Du kümmerst dich darum, Ian, und an euch andere. Ich will euch raten, dass ihr gut darauf achtet, was eure Kolleginnen und Kollegen in der wenigen Freizeit, die euch vergönnt ist, tun. Wenn ich herausfinde, dass von euch jemand dahinter steckt, wenn hier irgendjemand irgendetwas an die Lügenpresse durchsticht, dann werden wir davon erfahren und ihr werdet es bereuen, glaubt's mir. Jeder weiß, dass die Presse lügt. Ah, es werden die nächsten 2 Stunden, da werde ich sehr viel zu tun haben. Darf ich schon gehen oder ich glaube, das sollte so schnell wie möglich in die Foren. Psst, aus meinen Augen. Alle, Darlings, geht mir aus den Augen. Und tschüss. Gut. Gehen. Ach, Mensch. John, das ist auch Quatsch, was sie erzählt, oder? Sag ich so im Rausgehen. Jetzt einen von unseren Leuten opfern. Das entspricht doch überhaupt nicht unserem bisherigen Vorgehen. Nee, man kann auch keinen in den Kopf gucken. Ich kannte jetzt Daniel auch nicht und wir müssen alle, aber vor allem, wir müssen jetzt immer gucken, dass wir wirklich das aus der Welt kriegen und unsere Arbeit noch machen. Ja, hier Hillarys E-Mails, weißt du, das reicht den Leuten. Ich verstehe auch ein bisschen, dass sie jetzt so aufgebracht ist. Es ist wirklich nur ein Tag noch und jetzt noch eine. Irgendwann hat man natürlich auch Angst, dass irgendwann das Fass halt überläuft. Und es ist nur eine Wahl. Nur? Das ist gut, es ist. Hier steht immer noch die Präsidentschaft auf dem Spiel. Für 4 Jahre, nicht für ewig. Hiermit fängt es an, mit den ersten 4 Jahren. Hiermit fängt eine neue Ära denn an. Und wir wollen ja nicht, dass alles umsonst wäre. Ich greife jetzt am Kopf, das kann nicht alles umsonst gewesen sein. Es kann aber passieren, dass es so war. Nein, schaffen wir. Dann müssen wir uns noch mehr anstrengen. Schaffen wir es auch. Umsonst. Das Leben geht weiter. Genau. Egal, was morgen bei rauskommt. Unsere Leben laufen weiter. Das steht in unserem Lebenslauf und das kann uns keiner nehmen. Fürs Erste besteht euer weiteres unmittelbares Leben daraus, die ganzen Reporter noch aus dem Penthouse rauszuführen. Ihr seid also an den Aufzügen damit beschäftigt, die Leute alle rauszubringen, damit nachher noch der Raum gesäubert werden kann. Natürlich zu gucken, dass auch wirklich alle gegangen sind.
als die letzte Gruppe von Reportern in den Aufzug steigt und die Türen sich hinter ihr schließen und die Leute runterfahren, hört ihr auf einmal einen schrillen Schrei. Nicht weit vom Aufzug befindet sich eine Besuchertoilette, natürlich alles in demselben Gold- und Marmor-Look wie das ganze Penthouse von Trump. Der Schrei scheint von dort zu kommen. Was ist denn das jetzt? Erkennen wir die Stimme? Es klingt nach einer nach der Stimme von einem jungen Mann. Dann ich geh mal schauen. Tu das. Als ihr die. Als du die um die Ecke gehst, Ray, wo sich die Toiletten befinden, siehst du Gavin aus eurem Praktikantenteam komplett weiß, wie die Wand, vor der er steht. Komplett bleich. Die Augen quellen fast so ein bisschen aus dem Schädel heraus. Du kannst sehen, wie sich blau die Adern auf seiner blassen Haut abzeichnen. Auf seiner Hand ruht mit kräftigem Druck. Auf seiner Schulter ruht mit kräftigem Druck die Hand von Governor Pence. Als du um die Ecke kommst, scheint er sich gerade über die mit der Zunge über die Lippe zu fahren. Als du kommst, meint er: Alles in Ordnung, Mr. Wellworth hier hatte nur eine kleine Panikattacke auf der Toilette. Es ist alles in Ordnung, nicht wahr, Mr. Wellworth? Er bringt nur ein stammeltes Ja, Governor, hervor. Kevin, was ist passiert? Nur eine, er guckt so ein bisschen nach hinten, nur eine Panikattacke. Ich hab gedacht, ich hätte was gesehen, der auf der Toilette, aber es war nur eine Einbildung, das muss der Stress sein. Ja. Richtig, das muss der Stress sein. Nun, kommen Sie mit, Mr. Wildwood. Wir werden schon sehen, dass wir Sie wieder auf die Beine bekommen. Gavin, wir brauchen dich ganz dringend da vorne. Wir müssen noch da ein paar Leute und die. Ach, da sind Asiaten nicht. Du kannst es doch übersetzen, oder nicht? Oh, ich fürchte, ich muss darauf bestehen, Mr. Riviera. Mr. Wildwood und ich haben noch kein Huhn zu opfern. Ich bringe ihn später wohl behütet und unbeschadet zurück. Ich verlasse mich drauf, Herr Pence. Ja, ohne ein weiteres Wort und ohne noch weiter große Notiz von dir zu nehmen, steuert er mit der Hand auf der Schulter Gavin aus dem Flur heraus und in Richtung seines eigenen Wahlkampfbüros. Im Vorbeigehen meint Pence noch zu dir: Und machen Sie die Toilette sauber.